heute in meiner Häkelstube. Wir häkeln einen Schmetterling. Ein Kuschelschmetterling oder auch als Handpuppe. Dann brauchst du nicht ausfüllen, vielleicht nur den Kopf, so wie du das möchtest. Als Schlummerkissen. Ganz toll gemacht. Einfach gemacht, simpel gemacht. Und das für dich. Meine Idee, Entwurf und Fertigung mit Tipps und Tricks. Was Schönes zum Kuscheln, zum Verschenken als Talisman. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Und noch mehr Ideen dazu findest du in meinem Kanal kreativ-reich die Kekaplauderei. Und zwar auf der Startseite gehst du drauf und dann steht der Playlist anklicken. Und da habe ich alles geordnet, wie die Häkelschule zum Beispiel, Upcycling, Blumenwerkstatt, Basteln für und mit Kindern und. Einfach inspirieren lassen, günstig gemacht, einfach gemacht, weil ich habe selber 5 Kinder, Geldbeutel ist klein, aber es soll schon was Besonderes sein. So, und dieser Schmetterling, der ist jetzt für die Klasse meiner Tochter. So, hier ist der Anfang der Häkelschrift. Ich erkläre das natürlich dann auch nochmal direkt beim Machen. 6 Luftmaschen machen wir, das schließen wir zum Ring. Dann machen wir 10 feste Maschen in diesen Ring hinein. Dann machen wir 2 Luftmaschen immer am Anfang. Und dann in jede feste Masche, die im Ring ist, 2 feste Maschen hinein. Dann 2 feste Maschen in die erste, dann eine, 2 feste Maschen in die nächste, eine, 2 feste Maschen in die nächste, wieder eine. Dann 2 Luftmaschen, wie gesagt, immer am Anfang. Und dann in die erste feste Masche 2 feste Maschen, dann 1, 1, 2, 1, 1, 2 und so fortlaufend. Bei der Wolle entscheidest du bitte, was du nehmen möchtest, welche Farbe, und am besten ist es wirklich, eine ganz, ganz dicke, schöne Wolle zu nehmen. Die passende Häkelnadel steht dann auch drauf, welche das ist. Am besten auch mal eine halbe Nummer kleiner, weil wir es dann ausfüllen. Und das Gleiche geht auch für die Filzwolle. Da kannst du aber die Häkelnadel nehmen, die dann auf der Banderole steht. 50 Gramm, 50 Meter habe ich. Und eine Häkelnadel 8 bis 9, weil das ja noch gefilzt wird. Das musst du entscheiden, welche Farben. Und wenn du möchtest, kannst du gleich für den Körper so eine Franzelwolle mit häkeln. Ganz toll, sieht ganz super aus. Bloß ich kann es nicht gleich zeigen. Weil, wenn ich die gleich mit häkeln würde, würdest du die einzelnen Schritte nicht erkennen können. Deswegen nehme ich die pure Wolle. Aber das ist dann wirklich, du nimmst, ja, wir sind heute draußen, Wetter genießen. Du nimmst bitte einfach deine Wolle und nimmst die Fransenwolle, eine schöne dünne, dazu. Und dann häkelst du mit 2 Strängen. Genau dasselbe. Aber wie gesagt, wenn ich das jetzt so zeige, würde man es nicht sehen, wie es funktioniert. Aber das ist der Trick dabei. Auch bei der Filzwolle sieht das ganz toll aus. Farbkombi entscheidest du dann. So, damit du es am besten siehst, nehme ich die weiße Wolle. Und mach dann nach der Häkelschrift meine Idee, Ausführung, Entwurf, 6 Luftmaschen und schließ die mit einer Öse. Ja, bei uns heißt es Öse. Ich habe schon bitterböse Kommentare gekriegt, weil andere Kettmasche sagen, bei uns ist eine Öse. Das zum Ring.
Zwei Luftmaschen, eins. Ups, falscher Faden. Passiert mir auch. Immer am Anfang zwei Luftmaschen und da hinein bitte zehn feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die ersten beiden Luftmaschen in die oberste machen wir jetzt wieder eine Öse- oder Kettmasche und haben die Grundlage. Den Ring, der ein bisschen groß ist, den ziehen wir uns mit dem Faden dann enger und den kann man dann nachher nach dem Befüllen noch ein bisschen zunähen, aber wir brauchen jetzt die Weite. So, dann zwei Luftmaschen, wie gesagt, immer am Anfang, das erwähne ich jetzt da nicht immer. In jede der 10 festen Maschen kommen jetzt da 2 feste Maschen. Eins, zwei. Eins, zwei. Also in jede bitte jetzt da 2 feste Maschen. Dann haben wir es verdoppelt auf 20. So, 2 Luftmaschen am Anfang, jetzt in die erste feste Masche 2 feste Maschen, die nächste eine, in die dritte wieder 2, in die vierte eine, immer abwechselnd, damit wir erstmal einen Grundkreis kriegen. Darauf die Reihe fangen wir mit 2 feste Maschen an in die erste. Dann machen wir aber 1, 1, also eine feste Masche und jeweils darunter liegende Masche. Und dann wieder 2. 1, 1, 2, 1, 1, 2. Ne? So wird das regelmäßig zugenommen, damit wir erstmal einen Kreis kriegen. Das ist der Oberkopf. Und dann müssen wir auf Länge ein bisschen häkeln und dann wieder abnehmen, wird alles gezeigt. Manchmal heißt es, ich bin zu schnell. Manchmal heißt es, ich bin zu langsam. Also ich versuche dann immer so einen Mittelwert von der Geschwindigkeit hinzubekommen. Ich gebe mir echt große Mühe und wenn ja, dann muss man einfach mal auf Stopp drücken. Und ich finde es am besten, wenn man so etwas machen möchte, sich erstmal das ganze Video angucken. Die schwierigen Sachen selber noch mal auf dem Papier rauszuschreiben. Häkelstift ist ja dabei. Und dann geht das einfacher. Kann man einen Screenshot machen oder sich auf dem Standbild abfotografieren oder abschreiben. Geht doch alles, ne? So wie man es am liebsten hätte. So, jetzt habe ich die Reihe. Wird wieder mit einer Öse oder Kettmasche zusammengemacht, die Reihe. Beendet, 2 Luftmaschen, 1, 2, in die erste 2, 1, 2, dann eine, noch eine und 2, jeweils in eine Masche, ne? Und dann 1, 1, 1, 1 und 2. Und das führen wir jetzt sofort. So, nächsten beiden Reihen. 2 Luftmaschen wie immer. Dann in die erste 2. Dann brauchen wir 5-mal eine einzelne, also in 5 Maschen jeweils eine Masche und dann wieder 2. Dann wieder 5-mal einzelne und wieder 2. Und so diese Reihe. Darauf die Reihe. Hier habe ich 3, 4, 5 einzelne,
und 2. 5 einzelne und 2. Darauf die Reihe, sind 2 am Anfang, nach den Luftmaschen natürlich. Dann 8 einzelne Maschen und 2. 8 einzelne Maschen und 2. So, und jetzt machen wir einfach mal 7 Reihen feste Maschen. Jeweils in eine feste Masche und eine feste Masche. Also ohne Zunahme. Und am Anfang dann immer die 2 Luftmaschen. 7 Reihen jetzt auf Länge häkeln. So, die 7 Reihen sind jetzt gehäkelt. Jetzt brauchen wir eine Reihe, wo ein bisschen was abgenommen wird. Ganz einfach. Wieder die 2 Maschen am Anfang. In die erste einstechen, in die zweite heraus und eine feste Masche. Jetzt haben wir eine abgenommen. So, jetzt brauchen wir 10 einzelne. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 wären es jetzt, aber das dauert doch zu lange. Ne? So, und dann müssten wir wieder in die erste hinein, in die zweite heraus und eine feste Masche. Dann wieder 10 einzelne, 2 zusammen, 10 einzelne, 2 zusammen, eine Reihe lang. Und auf diese Reihe, Anfang immer 2 Luftmaschen, wie gesagt, dann auch mal 2 Reihen feste Maschen. So, weiter geht es dann damit, dass wir nach den 2 Reihen, die wir gehäkelt haben, 2 zusammen häkeln am Anfang, dann 8 mal eine einzelne, 2 zusammen, 8 mal eine einzelne und so weiter. Anfang aber 2 Luftmaschen, dann brauchen wir 2 Reihen feste Maschen und dann machen wir wieder am Anfang 2 zusammen, 6 einzelne, 2 zusammen, 6 einzelne. Im Hintergrund hört man mal immer die Nachbarskinder spielen. Meine sind da schon ganz leise, wenn ich filme. Aber ich denke, das geht trotzdem. Ne? So haben wir es jetzt schon auf der Höhe. Und jetzt, wie gesagt, mit der Häkelschrift geht es so dann weiter. 2 Luftmaschen. 1, 2. Erste. Na, und zweite. Zusammen. 8 einzelne. Dann wieder 2 zusammen, 8 einzelne. Dann machen wir 2 Reihen feste Maschen und dann wieder die ersten beiden zusammen. Dann 6 einzelne, 2 zusammen, 6 einzelne und dann wächst der Kopf. Mal schöner zeigen. So. So, weiter. So, weiter geht es jetzt. Am Anfang 2 Maschen zusammen, dann 10 mal eine einzelne, 2 zusammen, 10 mal eine einzelne und so die Reihe. Und dann nochmal 2 Reihen feste Maschen darüber häkeln. Dann sind wir sozusagen bei der Schulter und nehmen wieder etwas zu. So, jetzt haben wir einen richtig schönen Kopf, haben jetzt wie so ein Hals, eine Verengung und jetzt muss er wieder zunehmen, eine Reihe, Anfang 2 Luftmaschen und ich möchte jetzt da ganz gerne die Wolle mit dazu nehmen, weil das Prinzip hat man ja jetzt verstanden
Und jetzt kann ich euch das nochmal zusätzlich mit der Wandelwolle zeigen. Weil jetzt reicht es ja, wenn ich erkläre oder sage, wie es geht. Ne? Zwei Luftmaschen, upsie, nicht mitgenommen. Eins, zwei. So, und ein Tipp von mir. Wenn wir das jetzt mal auf links drehen, sieht man die Franselwolle besser und häkeln so rum. Ne? So, jetzt machen wir die erste zwei. Eins, zwei. Dann machen wir fünf einzelne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann wieder zwei. Eins, zwei. Fünf einzelne. Das Prinzip ist verstanden. Zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt wieder zwei einzelne. Und dann wird als weiter gehäkelt rundherum. Ihr braucht keine Luftmaschen mehr am Anfang machen, sondern als rundherum weiter häkeln. Wer sich dann fragt, warum ich niemals sage, wie viele Maschen ich denn habe, wenn ich zu oder abgenommen habe. Weil es nicht so schlimm ist, wenn man mal eins, zwei weniger oder mehr hat. Ich irritiere euch da nur dabei, weil beim Häkeln ist es halt manchmal so, man hat vielleicht ein Loch vergessen einzustechen in der Masche oder so. Und dann macht man wieder auf und so. Es verzeiht das einfach, wenn man mal ein, zwei Maschen mehr oder weniger hat. Deswegen erwähne ich es gar nicht, da wird man nur unruhig, es macht keinen Spaß mehr. Und dann geht es auch so. Wenn es unbedingt sein muss, dann steht das immer dabei. Und ich erwähne es auch, aber so muss es nicht so akkurat sein bis auf jede Masche. Und ich weiß, da hat man schnell mal einen Fehler gemacht und dann sucht man den und dann macht man wieder auf und dann wird man unglücklich und dann klappt das nicht. Deswegen lasse ich das gleich weg. Drei, vier, fünf. So, und jetzt einfach keine Luftmaschen, sondern einstechen. Und rundherum weiter. Auf die Körperlänge, die du gern möchtest. Vielleicht möchtest du es anpassen an irgendwo, wo es hinpasst. Und dann sieht man hier, sind die Franseln, also die, ist es schon unterschiedlich, wie die Wolle dann kommt. Ne? Deswegen drehe ich das dann immer so rum. Und wenn ich es fertig gehäkelt habe, kurz bevor ich ganz abnehme, drehe ich es wieder andersrum. Und dann hat man so einen schönen Effekt mit der Franselwolle. So, bei der Handpuppe muss man dann immer gucken, beim Körper mit der Länge, dass ihr einfach mal reingeht und guckt, wie lang möchtet ihr es haben. Bei mir sind es jetzt da 17 Reihen. Kommt jetzt noch ein bisschen dazu, aber nochmal so als Tipp, ne, geht mal rein, probiert es aus, wie lang ihr es haben möchtet. Und dann einfach den Faden abschneiden und durch die letzte Öse ziehen und ein bisschen hier vernähen, dass man den Übergang nicht so sieht. Und dann ist es für die Handpuppe vom Körper her fertig.
noch eine Zusatzidee. Wenn ihr gerne einen schönen Abschluss haben wollt für die Handpuppe, dann guckt genau da, wo ihr sonst immer die Luftmaschen zugenommen habt, dass ihr da seid. So, macht mal eine Öse in dem Sinne, keine feste Maschen, sondern zieht euch das erstmal platt. So, und dann macht ihr in die nächste ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, 1, 2, 3 und noch ein Stäbchen, das alles in eine Masche. So, dann in die nächste Masche eine feste Masche. In die nächste ein Stäbchen, drei Luftmaschen, 1, 2, 3, noch ein Stäbchen in die gleiche und eine feste Masche. Und das wiederholt ihr eine Reihe lang und dann habt ihr so ein ganz tollen Abschluss. So, wie gesagt, wenn es euch denn lang genug ist, liegt bei euch, dann kommen wir zum Füllen. Wenn du es mit der Zahnpuppe machst. Zum Beispiel, du kannst alte Kuscheltiere nehmen, schneidest die auf, nachdem du sie gewaschen und getrocknet hast natürlich, und nimmst die Füllwatte von den alten Kuscheltieren. Du kannst, was ich ganz gern mache, das einfach, es gibt auch so ganz günstig die Steppbetten oder die großen 80x80 Kissen oder so. Und dann, ich lasse es in der Folie drin, schneide mir das nur, wo ist es denn jetzt, hier so oben ein Stückchen auf und hole dann die Füllwatte raus. Ist viel günstiger als Füllwatte zu kaufen und ich weiß, was ich habe. Ne? Einfach rausgeholt und dann habe ich das. Dann, wenn du es als Nackenrolle haben möchtest, kannst du dir zuerst den Kopf ausstopfen mit Füllwatte und den Körper entsprechend lang dann gehäkelt und dann kannst du ein Rolling aus Schaumstoff reintun oder was auch ganz toll geht, du nimmst ein altes Handtuch und faltest es nochmal der Länge nach und dann rollst du das ganz fest und schiebst es auch hier hinein. Geht genauso und hast es dann aufgebraucht. So, ich fülle jetzt erstmal und dann, wenn es gut ausgefüllt ist, auch bei der Filzwolle nicht extrem stopfen, locker ausfüllen, weil die ja noch mords schrumpft. Etwa 30%. Da brauchen wir ein bisschen weniger. Hast du es in normaler Wolle, dann richtig schön ausfüllen, dass es schön kräftig ist. Und dann wird zusammengehäkelt, wenn es ausgefüllt ist. Und zwar eine Masche häkeln, zwei zusammen. Eine Masche häkeln, zwei zusammen, bis das komplett zu ist. Das ist jetzt wirklich das Letzte am Körper. So, jetzt ist schön ausgefüllt, ihr seht das. Und dann wird zugehäkelt. Zwei Maschen zusammen, eine einzelne, zwei Maschen zusammen, eine einzelne, immer rundherum. Und dann zeige ich schon mal das nächste. Na, wo ist hin? Und zwar machen wir dann die Flügel. Und ich habe mich entschieden mit so einer kunterbunten Wolle. Lasst euch mal überraschen, wie die dann aussehen. Und dann hoffe ich von Herzen, es hat gefallen, du konntest es gut umsetzen. Vielleicht schreib mir doch mal oder schick mir die Fotos von deinem Schmetterling, so wie du es umgesetzt hast. Deine Farben, deine Ideen dazu, deine Größe. Du kannst es dann immer umsetzen, wie du willst. Haben wir ja schon besprochen.
Und dann wünsche ich eine wundervolle Zeit. Alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin. Tschüss.